Piep, piep, Leute. Guten Tacho. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, das sieht überhaupt hier halbwegs anständig aus. Ich nehme hier gerade noch mit der Insta 360 X2 auf. Ich hatte jetzt meinen ersten richtigen Motorvlog mit dieser Kamera. Hä? Hallo? Meine neue Kamera ist heute gekommen und die packen wir jetzt mal aus. Hier ist das. Jetzt das gute Stück. Also mein gutes Messer hier. Zack, bam. Und dann schneiden wir den Bums mal auf hier. Boah, ich bin echt gespannt, ne? Boah, das ist ein kleines Paket. Und dann haben wir noch den Johnny hier. Jo, das sind die ersten Teile, die gekommen sind. Was ich mir noch bestellt habe, ist das DJI Mic 2, welches halt drahtlos direkt mit der Kamera verbunden werden kann. Ich bin echt gespannt hier, was da alles drin ist. So viel dürfte der gar nicht sein. Ey. Was ich geil finde, das könnte man jetzt schlecht sehen, aber hier zum Beispiel, das erinnert mich so ein bisschen an so eine Apple-Verpackung. Jo, das Ding sieht ja ähnlich aus wie der Mikrofonadapter für diese Kamera hier, für die Insta 360. Ähnliches Prinzip. Hier Mikrofoneingang, da nochmal ein USB-C. Ja, mehr brauche ich ja da nicht. Das ist ja genau das, was ich wollte. Dann kommen wir mal zum Herzstück des Ganzen hier. Ich hoffe wirklich, dass das eine geile Kamera ist und dass ich trotz... Na, was heißt trotzdem? Das ist ja keine GoPro. Ich bin ja GoPro gewohnt. Dass das hier für euch geile Ergebnisse liefern wird. Vor allen Dingen in Kombination mit dem Adapter und meinem Mikrofon, was ich habe. Oder vielleicht auch ja demnächst andere Videos mit dem Funkmikrofon. Ich bin echt gespannt. So. Jo, ein Drittel Zoll Sensor. Das ist ja schon mal richtig gut. Die Farbdingsbums 10 Bit mit der Batterie, das soll ja ziemlich krass sein. Naja, und eigentlich das, was eigentlich so gut wie jede Action-Cam heutzutage können sollte. Bin mal gespannt. Ich bin echt gespannt heute. So, open. Ah, das fühlt sich auf jeden Fall schon mal Gott sei Dank nicht so, ja, so wie so eine, weiß ich nicht, Rollei an oder so. Mann, oh Mann, oh Mann. Da bin ich mal gespannt, ey. So, auf den ersten Blick ganz einfach gehalten. Nichts Kompliziertes hier. Hauptschalter an und aus hier oben. Eigentlich wie ich das auch von der GoPro her kenne. Oh, die sieht schon, also optisch finde ich die natürlich schon ziemlich geil, ne? Die ist jetzt auch nicht so schwer. Ich glaube, Akku ist aber noch nicht drin. Oh, und die ist so leicht, ne, nicht gummiert, aber ja doch schon irgendwie. Die ist nicht so direkt, dass der Hartplastik dann auf dem Tisch sich befindet. Dann gucken wir mal, was noch drin ist. Irgendein Papierkack. Ja, USB-C zu USB-C ist schon mal sehr gut, perfekt für mein MacBook. Eine Schraube wahrscheinlich hier fürs Case. So, dann haben wir hier nur noch ja, Toilettenlektüre, die lasse ich jetzt mal drin. Was soll ich damit auch? Hier ein Schnipsel tue ich da mal mit rein. So, dann müsste hier drin sein. So, schauen wir mal, ne? So, und das hier ist natürlich das Geile, ne? Das ist natürlich das Geile. Ich weiß gar nicht, ob ich die Hülle hier so oft benutzen würde, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal schauen, wenn ich da trotzdem an den Akku drankomme, will ich sie vielleicht drauf machen, aber ich habe meine GoPro ja auch ohne Schutz. Ja klar, der Media Mode war der Schutz. Was haben wir denn hier? Was ist das, ein Linsenteil? Oder irgendwie was? Ich weiß es nicht.
Erstmal ziehen wir das hier ab, oder? Sieht schon geil aus. Die sieht schon richtig, richtig geil aus. Mann, oh Mann. So, das müsste dann ja... Ah, ich hole mal eben meine Speicherkarte. Guter Kartenspieler. Und wieso ist das hier ein Falschraum im MacBook? Keine Ahnung. Sieht mal raus. Nehmen einen guten Whisky. Hier ist mein Freund. Ach so. Das ist genauso. Warte, das konnte ich schlecht sehen. Diese kleine Klappe hier, die jetzt hier dran war, ist genauso befestigt gewesen wie die große Klappe von meiner GoPro. Also, ich weiß nicht, das kann man hier wahrscheinlich nicht sehen, aber das ist so halb offener da oben, dieser Pinöpel hier. Da kann man das einfach abziehen und dann mein Tool hier dran stecken. Hey, das passt wie Arsch auf Eimer. Das Gute ist, ich hätte den eher auf der anderen Seite gebraucht, aber gut, da muss ich ja meinen Helm einfach noch ein bisschen frickeln, ist ja egal. Hauptsache, das klappt hier. So, dann machen wir die andere Seite auf. Ah, der wird hier drauf gedrückt, hier auf diesen Pinöppel wird drauf gedrückt, nach oben geschoben und dann einfach aufgeklappt. Okay. Schieben wir da mal eben die Speicherkarte rein. Akku ist drin. Speicherkarte ist drin. Wir machen die Klappe zu, schieben sie runter. Das war's. So, okay, jetzt muss ich mal eben gucken. Mit dieser Hülle hier. Okay, also wenn ich jetzt diese Hülle drauf machen würde, dann würde ich den Akku so ohne weiteres nicht tauschen können. Aber brauche ich ja auch gar nicht. Denn was hier für mich wichtig ist, ist dieser Magnetadapter hier. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier so mit beiden Händen so hinkriege mit einer. Oh, Alter! Jo, das ist stark. Da wackelt nix, ey. Das ist dann jetzt quasi mein neues Motovlog-Setup. Ach, geil. Allein schon, ich bin schon begeistert, wo ich die noch gar nicht anhatte. So, sollen wir da mal zusammen starten? Starten wir so mal. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt akkumäßig was geht. Ja, da passiert was. Englisch? Nee. Nee. So. Titit. Boah, Ton ist ganz schön laut. Deutsch. Gerätename. So, Antippen halten, um Digitalzoom anzupassen. Ich will nichts anpassen. Also, Akkustand zu prüfen. Nee. Großes Display, meine ich. Und dann haben wir ja noch, wir haben ja hier vorne auch noch Display. So, das sind 1080p. Da könnte ich jetzt aber noch 4 Stunden aufnehmen. Weil wahrscheinlich ist meine Speicherkarte gar nicht leer. Ich drücke jetzt einfach mal da drauf. So. Auflösung. Ja, komm, Schnauze. Wir wollen in... Also ich habe herkömmlich eigentlich immer 2,7K aufgenommen, 16:9. So, und dann habe ich in 60 FPS aufgenommen. So, da könnte ich jetzt 2 Stunden aufnehmen. Jetzt gehen wir mal auf die SD-Karte. Macht er das so? Nee. Akku macht er 55% sagt er an. Okay. So, was macht er, wenn ich in 4K aufnehmen will? 60 FPS. 1,5 Stunden. Warum so wenig? Da gucke ich mir mal in den Einstellungen. So, jetzt hätte ich sie eigentlich so weit eingestellt, wie ich sie für einen Motovlog benutzen würde. 4K, 60 FPS. SD-Karte war noch nicht, die war ein bisschen belegt, deswegen bei 4K. Jetzt habe ich 2 Stunden 20 Minuten. Bin mal gespannt. Ich werde ausprobieren, in 4K aufzunehmen oder so, wie ich halt vorher aufgenommen habe. Aber von der Bildqualität war ich vorher ja auch zufrieden. Deswegen mal gucken jetzt, wenn ich jetzt umstelle auf 2K oder 2,7K, was das auch immer sind, in 16:9. So, gehen wir mal runter. Guck mal, da könnte ich, ja, so viel mehr auch nicht. Also von der Größe her ist da gar nichts. Damit bräuchte ich einfach nur eine größere Speicherkarte kaufen. High Definition Aufzeichnung unterstützt nur Einzelbildvorschau. So, das heißt, so, erstmal Test 1, 2, 3.
Auch in Ultraweit, glaube ich. Boah, viel heller jetzt direkt hier mit der Kamera. Im Vergleich zu meiner Insta X360. Test 1, 2, 3. Mal gucken, wie das so läuft hier. Das sind die Mikrofone noch in der Kamera. Glaube ich. Ich hoffe, dass er die damit aufnimmt. Wie sehe ich eigentlich aus? Fett wie immer. Alles klar. Ich denke mal, den nächsten Test machen wir auf dem Bike.